Willkommen bei Montredo. Heute präsentieren wir euch die Tudor Pelagos. Wenn ihr auf der Suche nach der nächsten Uhr seid, besucht uns auf montredo.com und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und seinen Daumen hoch zu geben. Die Tudor Pelagos ist wahrscheinlich die tooligste Uhr, die Tudor momentan im Katalog hat. Ein Diver par excellence. Hier haben wir die Version mit schwarzer Lünette und schwarzem Zifferblatt. Das Gehäuse 44 mm, komplett aus Titan gearbeitet. Titanarmband mit Diver-Verlängerung. Also die Uhr könnt ihr auch easy über euren Wetsuit spannen. 500 Meter wasserdicht, extrem robust, für den Alltag geeignet. Durch das Titan-Case auch mega kratzfest. Was die Tudor besonders auszeichnet, ist das tolle Preis-Leistungs-Verhältnis. Für ein UVP von 4.100 Euro kriegt ihr wirklich so einiges. Nicht nur, dass die Uhr, wie schon angesprochen, aus Titan ist, sie hat auch ein Manufakturkaliber von Tudor, der Kleinschwester von Rolex, wenn euch das nicht stört natürlich, mit 70 Stunden Gangreserve, Manufaktur bei Tudor direkt hergestellt, also kein ETA-Kaliber, was ihr bei anderen Uhren in der Preisklasse oft habt, sondern wirklich ein Manufakturkaliber, jetzt vielleicht nicht mit tollen Hand-Engravings und wunderschön anzusehen, was aber auch egal ist, weil es ja eh kein Display-Caseback gibt, aber mit tollen Specs, läuft chronometergenau, hat 70 Stunden Gangreserve und ist, wie so ziemlich alle Uhren von Tudor und von Rolex natürlich, mega robust. Also, wenn ihr nach einer tollen Taucheruhr schaut, mit einer allgemein gutträglichen Größe, die 42 mm passen an beinahe jedes Handgelenk, das wirklich robust ist, eine wirklich robuste Uhr, ne, aus Titan, zerkratzt so gut wie gar nicht, hält allen Anforderungen des alltäglichen Lebens stand, dann werft auf jeden Fall mal einen Blick auf diese tolle Pelagos. Mir persönlich gefällt die blaue Version sogar noch besser, weil die halt diese tolle blaue Farbe echt poppt. Die schwarze ist aber wahrscheinlich so ein bisschen mehr versatile, das heißt, ihr könnt sie zu mehr Outfits kombinieren. Das Blau ist ja doch etwas auffällig. Oder wenn ihr was ganz Besonderes sucht, gibt es sie auch noch in der linkshändigen Version. Da ist dann die Krone auf der anderen Seite. Die Schrift, der Pelagos-Schriftzug auf dem Zifferblatt ist in Rot gehalten. Und die Marker haben so ein leicht beiges Finish, was der Uhr einfach nochmal ein bisschen eigenständigeres Design gibt. Aber alle drei Varianten sehen unfassbar gut aus, sind tolle Diver, echte Tourwatches. Das merkt ihr auch, wenn ihr die an der Hand habt. Also die sind wirklich dafür gemacht, einiges mitzumachen und beim Tauchen getragen zu werden oder auch beim Sprung in den Hotelpool. Und wenn ich euch die Uhr ein bisschen schmackhaft machen konnte, dann besucht uns auf montredo.com. Wie immer, lasst uns einen Daumen hoch und schaut euch auch unsere anderen Videos an. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.